Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen von einem echten Hamburger Original präsentiert. Dem GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut. Das GBI, in der Rechtsform eines Vereins, ist seit 1920 die Adresse in und um Hamburg für alle Themen rund um den konkreten Trauerfall sowie bei der Bestattungsvorsorge. Trauer und Feier, die Menschen vom GBI helfen Ihnen, individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original, 15 Mal in und um Hamburg. Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Hörer. Sie hören wieder unseren Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin, und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Herzlich willkommen, Klaus. Ja, moin moin. Unser heutiger Fall erinnert ein bisschen an einen Film, der bis heute als bester amerikanischer Thriller aller Zeiten gilt. Gemeint ist natürlich Psycho von Altmeister Alfred Hitchcock. Aber es ist nicht die weltberühmte Szene mit dem Mord unter der Dusche, auf die ich anspiele, sondern ich meine die Tatsache, dass der Mörder seit Jahren in einem Haus mit einer Leiche lebt. Und auch in Norddeutschland hat es so einen grausigen Fall gegeben, nicht im Film, sondern ganz real. Ein Mann hat einen anderen Menschen brutal getötet und gewissermaßen mit dem Leichnam gelebt. Es ist ein immer weiter verwesender Körper, dann mumifiziert und über fast 3 Jahre Zimmergenosse eines jungen Mannes. Die Frage stellt sich, was muss der Täter für ein Mensch sein, leben mit einer Leiche? Wie geht das denn? Die Frage wollen wir natürlich heute beantworten. Es ist auch eine Frage, die sich sicher damals das Umfeld von Täter und Opfer gestellt hat. Das Entsetzen war jedenfalls groß, als der Fall bekannt wurde. Es ist furchtbar, sagte eine Nachbarin, als sie von dem Drama erfährt. Und eine andere ist fassungslos. Ich habe wohl jahrelang mit einem Toten Wand an Wand geschlafen. Niemand in dem 6-Etagen-Haus mit den 20 Mietparteien hat gemerkt, dass ihr Nachbar nicht mehr lebt. Dass dieser Mann, der als griesgrämig galt und mürrisch und Einzelgänger, dass dieser Mann in einer vertrockneten Blutlache liegt und dass er von seinem langjährigen und bis dahin überaus wirklich aufopfernden Betreuer erschlagen worden ist. Dieser Mann, dieser Betreuer, hatte sich innerhalb weniger Augenblicke vom Gutmenschen zum Verbrecher gewandelt und zuletzt, ja, wir haben es eingangs gesagt, wirklich jahrelang mit dem Toten gelebt, und dieser hat ihm praktisch Gesellschaft geleistet. Ja, kaum zu glauben. Man kann Menschen nicht hinter die Stirn gucken und weiß nicht, ja, ob sie ein Doppelleben führen, wenn sie ein Doppelleben führen, im bösen Sinne. Ist das ähnlich wie die Geschichte, die kennen auch alle, von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was mich in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt hat, wie gehen die Menschen eigentlich damit um, wenn sie in ihrem Lebensbereich ständig einen Leichnam um sich haben? Das ist ja anders als bei mir im Institut, da haben wir ständig fast 100 Tote. Ja, insbesondere dann, wenn sie den Tod dieses Menschen selbst verursacht haben, was für uns nicht gilt. Es gibt psychisch Kranke, die das nicht realisieren. Auch solche Fälle kenne ich aus der praktischen Erfahrung, die das Opfer dann im Wohnbereich lassen, mit ihnen sprechen, essen, Gesellschaft leisten, Fernsehen gucken. Im Krimi wird das Thema gern mal aufgegriffen und dann durchaus auch auf die Spitze getrieben. Dann ist es mitunter möglicherweise auch ein Toter im Bettkasten und der Täter schläft direkt über ihm. Oder es gibt die Leiche in der Wohnung und andere kriegen das nicht mit, dass ein Toter irgendwo im Schrank verwahrt wird.
Und wer dich und deinen Erfahrungsschatz mit richtig fiesen Fällen kennt, der ahnt, dass die Sache mit dem Bettkasten und dem Schrank als Ablageort für eine Leiche jetzt nicht von dir ausgedachte Beispiele waren, sondern dass du sie sicher aus deiner rechtsmedizinischen Praxis genauso erlebt hast, oder? Ja, in der Tat. Es ist ein Thema, was mich auch sehr prinzipiell beschäftigt. Deswegen untersuche ich solche Fälle auch gerne immer selbst. Also wie ist die Situation, wenn da ein Toter direkt im Wohnbereich über Wochen, Tage, Monate im Leben mitspielt? Das ist ein Extremfall. Das wirklich wahre Leben und das wirklich wahre Sterben. Gar nicht so selten übrigens. In der Kriminalgeschichte gibt es Beispiele wie etwa Jeffrey Dahmer. Er hatte seine Opfer zum Teil zunächst gefangen genommen und gefesselt bei sich, hat eine ganze Zeit lang mit ihnen gelebt und sie gequält, bevor er sie dann in Fässer versenkt hat, um sie zu konservieren, dies noch in seinem Haus. Da gibt es ein sehr interessantes Buch darüber, was er dann mit den Leichen und zuvor mit den Lebenden angestellt hat. Und solche ähnlichen Beispiele gibt es ja übrigens auch in der neueren Kriminalgeschichte hier bei uns in Deutschland, in Frankfurt zum Beispiel. Aber dieser Mann, über den wir heute reden, der um die Jahrtausendwende das Leben eines ihm sehr nahestehenden Menschen ausgelöscht hat, der hat aber nichts mit diesen gestörten und verstörenden Serientäter gemein, von denen du eben gerade erzählt hast, für die Töten eine zwanghafte und zugleich befriedigende Handlung darstellt. Er ähnelt nicht jenen Verbrechern, die den Leichnam oder dessen Teile aufbewahren, um sich noch über lange Zeit an dem Grauen zu ergötzen. Nein, dieser Täter ist auch keiner mit einer langen Strafakte, von denen es heißen könnte, ja klar, sein Leben führt gerade zwangsläufig in den Abgrund und damit ins Gefängnis. Nein, ganz im Gegenteil ist dieser Mann, den wir heute Andreas S. nennen wollen, der aber ganz anders heißt, der ist ein Mensch mit makelloser Vita und einem Beruf, mit dem er auf der Seite der Gesetzeshüter steht. Der Totschläger arbeitet, als das schier und scheinbar Unfassbare bekannt wird, in seinem Traumjob, nämlich als Jurist. Ja, er war als Jurist auch einer, der seinen Beruf zur Zufriedenheit aller ausübte, den man ohne weiteres und unbedingt vertrauen mochte und der dabei auch noch so sozial engagiert ist und viele Jahre lang einen Behinderten aufopfernd pflegte. Er war gleichsam ein Mustermann, also zuverlässig, strebsam, freundlich, belastbar. Lange, sehr lange hat dieses Bild auch der Wahrheit entsprochen. Doch zuletzt war es nichts anderes als Fassade, die nun mit der Entdeckung des Leichnams krachend in sich zusammenstürzte. Man bedenke mal, also ein Jurist, einer, der unser Recht eigentlich stützt, der so ein Verbrechen begeht und dann tatsächlich den Leichnam bei sich hat und dabei noch seinen Beruf ausübt. Ja, es ist wirklich schwer zu glauben, schwer zu fassen. Es hat sich auch wirklich genauso abgespielt, wie wir es jetzt schildern. Andreas S. und den Mann, den er getötet hat, haben 12 gemeinsame Jahre verbunden. Und es ist auf eine höchst seltsame Art eine nahezu symbiotische Beziehung gewesen. Der eine ist ein durch einen Unfall seit vielen Jahren Behinderter. Er ist sehr dominant. Von seinem Umfeld wird er auch als herrisch beschrieben, als Mann, der sich ein Bewunderer gefügig macht und diesen allmählich wirklich zum willigen Lakaien degradiert. Und der andere, unserer Andreas S., ist ein Mann mit Helfersyndrom, der sein Selbstbewusstsein auch durch die aufopfernde Pflege seines an den Rollstuhl gefesselten Bekannten speist. Er hat sich von dem späteren Opfer über die Jahre willig zum beflissenen Diener geradezu dressieren lassen, bis eines Tages urplötzlich all die Demütigungen, die er bis dahin erlitten hat, hervorbrechen. Und dann schlägt Andreas S. im Streit immer wieder zu. Auch als sein Peiniger längst tödlich verletzt ist,
Andreas S. macht wirklich weiter bis zur Erschöpfung, schlägt immer weiter und immer weiter. Und nach der Tötung aber gelingt es ihm mit eiserner Selbstdisziplin und Kontrolliertheit, auch mit Ausreden, mit Tarnen, das Verbrechen zu kaschieren. Und das ist das Erstaunliche, schafft er mehr als 2,5 Jahre lang. Dann wird sein Opfer, das schon mumifiziert ist, entdeckt. Und zwar, weil Kommissar Zufall hilft. Die Haustür des Toten wird schließlich von einem Schlüsseldienst geöffnet. Dann ist das passiert, was bei uns Routine ist. Die Rechtsmedizin ist zum Leichenfundort gerufen worden. Und mir steht das noch bildlich vor Augen, so vor meinem geistigen Auge. Schon beim Betreten der Wohnung, das war wirklich unglaublich, fielen unzählige Windelpackungen auf. Windeln, ja, Erklärung kommt noch, die ein Lieferdienst über Jahre für den behinderten Bewohner der Wohnung gebracht hatte. Der Betreuer hatte diese Kartons mit Windeln offenbar teilweise schon fast bis an die Zimmerdecke gestapelt. Der hatte sie also nicht abbestellt, sondern er wollte ja eben diese Geschichte so aufrecht erhalten, die Legende, dass die noch gebraucht wurden für den Behinderten. Man musste sich zwischen den Packungen mit den Windeln regelrecht durchschlängeln. Und dann kommt man da in diese Art Schlafzimmer. Da liegt der abgedeckte Leichnam im Bett. Der ist verborgen unter diversen Unterlagen, wie man sie im Pflegebereich verwendet, sowie auch noch unter Decken. Zu sehen war, als wir da am Tatort waren, lediglich der Stumpf des rechten Unterarms. Die Hand fehlte völlig. Die war weg. Der Tote war vollständig bekleidet, unter anderem mit 2 Paar Wollsocken. Doch das war überhaupt erst zu sehen, als die Decken über dem Leichnam entfernt waren. Der Täter, der ja regelmäßig in dieser Wohnung war, der hat dort eben ständig verkehrt, hatte offenbar diesen Sichtschutz über den verwesenden Körper in all der Zeit, über 2,5 Jahre, nie entfernt oder auch nur angehoben. Okay, also ich verstehe, die Decke hilft gegen den Anblick des Leichnams, obwohl ich mir das wirklich nicht gerne ausmalen möchte, aber ich kann es mir wenigstens halbwegs vorstellen. Aber mit dem Anblick allein ist es doch nicht getan. Es gibt doch auch diesen penetranten Geruch, der von toten Körpern ausgeht. Ja, der Täter hatte allerdings auch weitere Vorkehrungen getroffen, um mit der Leichenzersetzung umzugehen. Er hat zum Beispiel versucht, mit Duftsprays den Gestank zu übertönen. Wir denken jetzt zum Beispiel auch wieder an den Fall Honka. Und mit Insektensprays und mit dem Staubsauger hat er versucht, die Ungezieferplage dann zu beseitigen. Ich habe das bis heute nie verstanden, wie ein normal denkender Mensch mit dieser extremen Belastung fertig wird. Der Täter lebt mit einem Toten ständig und arbeitet zugleich in einem juristischen Beruf. Unglaublich. So ähnlich habe ich es wiederholt wahrgenommen, dass Außenstehende, so wie ich selber eben auch sagen, nach außen alles gänzlich unauffällig, wie kann das sein? Mit dem Verdecken der Leiche will der Täter die Tat verbergen, vertuschen, ja, das ist klar. Es ist allerdings ein zum Scheitern verurteilter Versuch, das Opfer loszuwerden. So einfach löst sich eben eine Leiche nicht in Luft auf, sondern ein mumifizierter Körper bleibt ewig lange erhalten. Man fragt sich, warum der Jurist den Leichnam nicht woanders verborgen hat. Vielleicht reicht dazu sein Vorstellungsvermögen nicht aus, seine kriminelle Energie, sein Erfindungsreichtum als Verbrecher, der jetzt das Beweismittel loswerden will. Eigentlich müsste ihm vor allen Dingen auch als Jurist ja klar gewesen sein,
dass seine Tat irgendwann entdeckt wird, wenn er den Toten nicht gründlich entsorgt, sondern da eben so liegen lässt. Wahrscheinlich ist ihm das auch klar gewesen, aber ja, vielleicht wollte er sich dem nicht stellen, sich das nicht wirklich klar machen. Wie alles vonstatten ging, dieser ganze Fall, die Tötung und das Verbergen des Leichnams über Jahre, haben wir ja auch in unserem True-Crime-Buch Töte Lügen nicht beschrieben. Gehen wir doch mal zu den Anfängen des Kontaktes der beiden Männer zurück. Kennengelernt haben sie sich als der damalige Schüler Andreas S., als er dem seit Jahren Querschnittgelähmten beim Aussteigen aus einem Bus hilft. Da ist dieser Andreas S. gerade 15 Jahre alt. Er hat ein leidenschaftliches Interesse für Politik und klassische Musik. Und diese Neigung teilt er mit dem anderen Mann, den er jetzt also im Bus kennengelernt hat. Der ist 28 Jahre älter als er. Andreas S. besucht ihn nun öfter und sie freunden sich an. Nach dem Abitur macht der junge Mann, der inzwischen 18 Jahre alt ist, Zivildienst in einem Heim für pflegebedürftige Menschen, wo der Ältere dann auch lebt. Andreas S. ist auch geprägt von Idealen, die ihm seine Mutter immer beigebracht hat, die ihm immer wieder gepredigt hat, wie wichtig neben Fleiß auch soziales Engagement ist. Und das hat ihn so geprägt, dass er sich jetzt auch um seinen Bekannten, diesen querschnittsgelähmten Mann, wirklich mit Hingabe kümmert. Ja, auf andere Menschen wirkt der damals 46-jährige Querschnittsgelähmte eher unsympathisch, teilweise sogar selbstsüchtig, wütend und aggressiv. Doch was viele als schroff und missgünstig empfinden, hält der junge Bewunderer für Durchsetzungsfähigkeit und starken Willen bei diesem Querschnittsgelähmten. Er verbringt immer mehr Zeit mit ihm, der wird sozusagen zu seinem Idol. Er ist fasziniert. Später, aus der zeitlichen Distanz, vergleicht er dieses erste intensive Miteinander ja, durchaus auch mit einer Art Gehirnwäsche. Nach und nach beginnt das Verhältnis pathologische Züge anzunehmen. Der Querschnittsgelähmte ist mittlerweile in eine behindertengerechte Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses eingezogen und erwartet wie selbstverständlich, dass sich sein junger Bekannter immer intensiver, noch intensiver um ihn kümmert. Er beginnt den Jüngeren, der inzwischen ein Jurastudium aufgenommen hat, immer stärker für sich zu vereinnahmen. Ja, diese Vereinnahmung geht immer weiter. Der Ältere manipuliert ihn, er isoliert ihn, kontrolliert seinen jüngeren Bekannten. Er untersagt ihm sogar zu den Kontakt zu Frauen und er darf auch mehr als ein Jahr lang seine Eltern nicht sehen. Der ältere Mann sagt zu dem Jüngeren, du gehörst mir und verkündet damit praktisch Besitzansprüche an ihm. Und wenn die beiden gemeinsam Unternehmungen machen, dann empfinden Außenstehende das Verhalten von Andreas S. als pariere er aufs Wort. Andere formulieren es anders und sagen, er funktioniert wie auf Knopfdruck. Und er duldet Beschimpfungen, er duldet Kränkungen. Und ist in gewisser Weise nun dem Älteren hörig. Er betrachtet ihn quasi als Guru. Und die Kontrolle durch den Älteren, durch seinen Bekannten, durchdringt mittlerweile sein gesamtes Leben, überschattet inzwischen auch das Jurastudium, das ihm wirklich wichtig ist. Seinen Vorlesungsplan darf er nicht nach seinen Neigungen ausrichten oder nach dem, was nun gerade ansteht, sondern er muss seine Vorlesung den Bedürfnissen seines Bekannten anpassen, damit er auch immer zur Stelle ist, wenn der ihn braucht. Es bleibt nun auch nicht mehr bei Kommandos oder Aufträgen. Mittlerweile ist der Tyrann auch zum Schläger geworden. Er haut mit seiner Krücke zu, wenn etwas nicht nach seinen Wünschen abläuft. Aber sein Opfer, das wehrt sich nicht, sondern macht sich klein. Es ist wirklich
die absolute Unterordnung, man muss es wohl so nennen, er wird inzwischen fast behandelt wie ein Leibeigener. Ja, doch. Ja, das hat sich so entwickelt. Auch das reicht dem Kranken immer noch nicht aus. Der jetzt 55-Jährige erleidet einen Schlaganfall und benötigt jetzt noch intensivere Unterstützung wegen seiner medizinischen Problematik. Er könnte eigentlich ohne weiteres eine professionelle Pflegekraft bekommen. Das verweigert er aber. Für ihn ist es selbstverständlich, dass Andreas S. nun noch mehr für ihn da sein soll. Wir haben ja schon gesagt, fast wie ein Leibeigener. Doch der Jurastudent hat inzwischen zusätzlich einen anderen Job angenommen, der ihm für sein Berufsziel des Juristen wichtig ist. Und als er nun anfängt, erstmals eigene Bedürfnisse zu äußern und sich weigert, seinen Arbeitsplatz aufzugeben, kommt es dann zum Streit. Eigentlich unglaublich, ja, weil eigentlich müsste der Ältere sich ja freuen, dass er so gut versorgt wird, aber die streiten sich dann ziemlich doll. Die Auseinandersetzung eskaliert und der 55-Jährige tituliert seinen jungen Pfleger Andreas S. dann mehrfach als asozialen Egoisten, der sein Leben zerstöre. Also auch wieder alles pervertiert, ne? Man muss sich das wirklich mal vorstellen, dass das passt so überhaupt nicht zusammen. Der junge Mann opfert die ganze Zeit sein Leben, opfert seine Zeit und wird nun als asozialer Egoist bezeichnet. Damit, mit dieser Demütigung, mit diesem Schimpfwort, so muss man es vielleicht auch nennen, hat der Ältere endgültig eine Grenze überschritten. Denn Andreas S. hat ja immerhin 12 Jahre seines Lebens seinem Idol geopfert und nun wird er als asozial geschmäht. Das ist für ihn zutiefst verletzend und er hat ja nun bislang alles immer eingesteckt und alle Verzweiflung, alle Wut in seinem tief in seinem Inneren verschlossen. Und nun rastet er aus, dieser Zorn bricht nun übermächtig aus ihm hervor. Der inzwischen 27-Jährige schnappt sich das erstbeste Werkzeug, auf das sein Blick fällt, und das ist eine Wasserpumpenzange. Damit schlägt er nun immer wieder auf den vor ihm auf dem Bett sitzenden Mann ein, aber er schlägt nicht etwa auf den ganzen Körper ein, sondern ausschließlich auf den Kopf und da insbesondere auf den Mund. Und das hat er später in seinem Prozess so begründet, ich wollte ihn zum Schweigen bringen. Deshalb eben dieses gezielte Schlagen auf den Mund. Und er hämmert und hämmert weiter auf den Älteren ein, wirklich bis zur körperlichen Erschöpfung. Ja, an den Wänden und an der Zimmerdecke fanden sich später ausgedehnte Blutspuren. Das muss man sich vorstellen, Jahre danach. Das waren eindeutig Spritz- und Schleuderspuren, wie sie entstehen, wenn mit einem Tatwerkzeug vielfach herumgefuchtelt wird. Dann werden die Blutstropfen abgeschleudert. Und wenn immer wieder in eine bereits blutende Wunde hineingeschlagen wird und das Blut dann bei den Ausholbewegungen wegspritzt. Auch an der Wand fanden sich Blutspuren, hier in Form von Wischspuren, die daher rühren, wenn Opfer oder Täter dort anfassen oder mit blutigen Händen an der Wand entlangstreifen. Ihr könnt also in dem Blutbild praktisch richtig lesen, indem ihr euch das anguckt am Tatort. Genau, darum geht's. Also wir wollen die Blutspuren detailliert analysieren und daraus das Tatgeschehen rekonstruieren. Und das konnten wir in diesem Fall wirklich ganz gut. Das gehört zu den Kernbereichen der Rechtsmedizin, nicht nur den toten Körper untersuchen, sondern auch die Umgebung und insbesondere das Spurenbild. Später bei der Obduktion haben wir am Rumpf und am Kopf des Toten auch alte Verletzungen festgestellt, zum Beispiel ein verheilter Rippenbruch, sowie eben ausgedehnte alte Wirbelsäulenverletzungen, die zu dem Unfallgeschehen passen konnten.
wodurch die Wirbelsäule verletzt wurde und es dann zur Behinderung und Querschnittslähmung des Mannes gekommen ist. Okay, das wäre jetzt euer Eindruck vom Tatort und dann auch zu den früheren Unfallverletzungen. Aber welche Ergebnisse habt ihr denn über die eigentliche Tat erlangt, also die tödlichen Schläge auf das Opfer? Ja, auch das war schon eindeutig zu rekonstruieren. Die Schläge, die Andreas S. ausgeteilt hat, haben zu schwersten Verletzungsfolgen geführt. Der Gesichtsschädel des Opfers war geradezu zertrümmert. Manchmal sprechen wir auch von verhämmert. Vor allem die gesamte linke Gesichtshälfte sowie die vorderen Abschnitte des Hirnschädels, also der Bereich hinter der Stirn, waren stark zerschlagen, zermatscht. Auch das linke Jochbein sowie das Keilbein waren vollständig zerstört. Ebenso der gesamte Oberkieferbereich, das Nasenbein und die Stirnknochen. Also wirklich sehr, sehr, sehr ausgedehnte Verletzungen im Gesicht, wo, das haben wir auch schon so gehört, immer wieder hineingeschlagen wurde. Also wenn ich das so mitverfolge, war ja praktisch kein Knochen mehr heil. Nee, genau. Im Gesicht war alles im schwersten Maße verhämmert und zertrümmert. Die linke Augenhöhle war beispielsweise überhaupt nicht mehr abzugrenzen. Einzelne Knochenfragmente fanden sich auch in die weitere Umgebung verlagert. Zum Teil fanden wir Knochenstücke auch im Rachenbereich und andere kleinere Knochenstücke, die ganz tief in die Schädelhöhle hinein getrieben waren und sich dann im Hirngewebe befanden. Zähne waren auch ausgeschlagen. Wir haben auch eine Hinweiskonstellation gehabt, die auf eine Bluteinatmung in Form von Blutresten in den Atemwegen darstellte. Also Blut ist eingeatmet worden und dann haben wir in den Bronchien und in den Lungenbläschen dieses eingeatmete Blut festgestellt. Aber ich nehme an, diese massiven Verletzungen, diese Knochenverletzungen, man erkennt natürlich, dass das schon, ich sag mal, ein kräftiges Werkzeug war. Aber ihr hättet jetzt nicht anhand des Spurenbildes genau feststellen können, dass es nun ausgerechnet eine Wasserpumpenzange war, oder? Nee, wir hätten gesagt, stumpfe Gewalt mit einem entsprechenden Werkzeug. Oh, das hätte auch eine Keule oder ein Baseballschläger sein können. Allerdings diese sehr tiefgehenden Verletzungen sind dann schon noch besser zu erklären durch so einen schweren Gegenstand mit teils rauer, teils spitzer Oberfläche wie dieser da zum Einsatz gekommenen Rohrzange. Ja, die Analyse des rechtsmedizinischen Befundes führte letztlich zu der Schlussfolgerung, dass der Täter hochgradig in Rage war. Ja, das war so eine Art Übertöten und dass er offensichtlich seine unbefriedigende Lebensweise auf seinen Bekannten zurückgeführt hat. Ihn beherrschte in diesem Moment eine sehr große Zerstörungswut, ein absoluter Zerstörungswille in Bezug auf diesen Menschen, der ihn da so besetzt hat. Der Täter hat immer wieder auf den Kopf eingeschlagen, weil er den Schädel und den darin wohnenden, den Geist im Gehirn zerschmettern beziehungsweise unbedingt das Gesicht und damit die Person zerstören wollte. Das hört sich ja wirklich an wie Raserei, also extrem in Rage. Aber nach der Tat, wir haben ja vorhin gesagt, er hat bis zur Erschöpfung zugeschlagen. Nach der Tat hat sich Andreas S. dann in den Rollstuhl des Opfers gesessen. Er hat geweint, so hat er das zumindest später dargestellt. Ich kann mir das auch nachvollziehen. Irgendwann hat er dann das viele Blut bemerkt, er hat sich gereinigt und auch seine blutdurchtränkten Sachen versucht, so möglichst gut auszuwaschen. Dann hat er den Leichnam fast vollständig abgedeckt. Nur die rechte Hand hat herausgeschaut, wir haben das vorhin von dir gehört. Und die Zange, mit der er den 55-Jährigen erschlagen hat, räumt er zunächst weg, schmeißt dann das Werkzeug aber später in den Müll.
Er hat auch drüber nachgedacht, hat er später dann gesagt, dass er, ob er zur Polizei gehen und seine Tat gestehen soll. Aber dann würde er doch wohl ins Gefängnis kommen, vielleicht sogar lebenslänglich. Und das möchte er nicht. Ja, davor hat er Angst. Da kennt er sich als Jurist ja auch aus. Also beschließt er, so zu tun, als sei nichts geschehen. Und er beginnt sein Verbrechen systematisch zu vertuschen. Bereits am nächsten Tag geht er wie gewohnt zur Arbeit. Er ist jetzt für die Außenstehenden, also auch die anderen Juristen in seinem Betrieb, in seiner Firma, derartig kontrolliert, dass ihm niemand etwas anmerkt. Das muss ja wirklich eine unglaubliche Anstrengung für ihn gewesen sein. Er hat so eine Tat hinter sich und ja, schafft es, dass niemand ihm was anmerkt. Wirklich erstaunlich. Er erledigt seine Aufgaben in den nächsten Monaten sogar stets so konzentriert und gut, dass ihm die Arbeitgeber nach Abschluss seiner Ausbildung eine Festanstellung geben. Aber Problem, ja, da ist ja immer noch das Opfer. Man wundert sich, ehrlich gesagt, dass dieser Mann nicht dann irgendwann vermisst wird. Im Prinzip ist das natürlich schon irritierend. Es gibt ja auch eine Menge Nachbarn, also Menschen, die den 55-Jährigen eigentlich kennen. Aber er ist schon lange ohne soziales Umfeld, hat sich zunehmend abgesondert. Er hatte ja immer seinen Pfleger, seinen Betreuer als Bezugsperson. Und es gibt auch ein paar Nachbarn, die wissen, dass er einen Schlaganfall erlitten hat und sich nicht unbedingt wundern, dass sie ihm nicht mehr im Treppenhaus begegnen. Außerdem hat der Täter, also man muss sagen, clever gehandelt. Er hat nämlich zahlreiche Maßnahmen ergriffen, damit es so wirkt, als lebe sein Bekannter noch. Er hat zum Beispiel den Fernseher eingeschaltet, er hat telefoniert, er hat Staub gesaugt, übernachtet auch immer wieder in der Wohnung. Und die Windeln, die für den querschnittsgelähmten Mann ja nach wie vor geliefert werden, die lagert er in der Wohnung. Beziehungsweise einen Teil von ihnen wirft er auch in den Abfall, um weiterhin Müll zu produzieren. Ja, als es Winter wird, schaltet er die Weihnachtsbeleuchtung in der Wohnung an, auch auf dem Balkon. Er schreibt Briefe im Namen des 55-Jährigen, vor allem an Behörden, wie das Sozialamt. Er fälscht die Unterschrift seines Opfers, wenn es um bestimmte Nachweise geht. Vor allen Dingen geht es ja darum, dass Sozialleistungen an den 55-Jährigen weitergezahlt werden. Und wenn da nicht bestimmte Unterschriften kommen, dann werden die Zahlungen eingestellt. Das macht er also alles ganz raffiniert, ganz clever, um den Schein zu wahren, dass der Mann noch lebt. Aber er sieht die Wohnung auch als Grabstätte und unterhält sich mit dem Toten. Wenn man den Leichnam bewusst von der Entdeckung fernhält, neige ich dazu zu sagen, dass dies für ein überlegtes Handeln spricht. Ich glaube, das muss man einfach so sehen. Denn selbst wenn die eigentliche Tat nicht geplant war, ist die Sachlage hier doch ganz eindeutig. Unmittelbar danach ist dieser junge Jurist in ein durchdachtes Handlungsschema eingetreten. Er war nach außen ruhig, völlig ruhig und gelassen. Gut, aber daraus in psychiatrischer Hinsicht weitergehende Schlussfolgerungen ziehen zu wollen, das ist kriminologisch durchaus problematisch. Menschen können tatsächlich zwei Gesichter haben. Es ist schwierig, das psychologisch oder psychiatrisch zutreffend einzuschätzen. Es ist offenbar so, dass auch diejenigen, die im Bereich Gericht oder Rechtsmedizin arbeiten, als Ärzte, Erzieher, Juristen, Krankenpfleger, auch durchaus zwiespältig agieren können. Dunkle Gedanken sind in jedem von uns, Bettina, auch. Auch in mir? Ja, genau. Oh. Deine dunklen Gedanken jetzt gerade würde ich gerne mal lesen. Lieber nicht. Wir müssen überlegen, ja, gerade ich auch als Rechtsmediziner, dass unsere berufliche Arbeit nicht davor schützt, unter dem Deckmantel von Recht und Gesetz geheime Fantasien und Beziehungskonflikte zu haben. Und das lässt uns Menschen
unter Umständen dann zu sehr, sehr bösen Typen werden. Manchmal werden die beruflichen Spezialkenntnisse sogar benutzt, Verbrechen zu begehen und danach zu vertuschen. Ich erinnere ganz am Rande hier nochmal gesagt an unseren schwedischen Gerichtsmediziner, der auf einem Sektionstisch einen Leichnam zerstückelt haben soll und die Teile dann hinterher nach dieser Leichenzerstückelung in der Stadt und in Parks und in Mülltonnen verborgen hat. Gruselige Geschichte. Gruselige Geschichte, die in einem anderen Podcast zu hören sind. Aber jetzt wollen wir hier unseren Fall noch mal weiter erzählen. Du hast gerade über das Vertuschen gesprochen. Das ist ja Andreas S. wirklich gut gelungen. Aber er hat ja noch ein Problem. Denn der Leichnam riecht zunehmend stärker. Man kann sagen, er stinkt, was bei dem Mann vermehrt das Gefühl von Ekel auslöst. Er versucht mit Duftsprays den Gestank abzumildern und gegen das Ungeziefer, das die Leiche bevölkert, setzt er Insektenspray ein. Doch was tun mit der einen Hand, die nach der Tat aus dem Bett raushing und die er wegen der einsetzenden Leichenstarre nicht mehr hat abdecken können? Was will er jetzt damit machen? Ja, als Rechtsmediziner kann ich klar sagen, was da passiert. Das Gewebe verwest immer stärker und mit zunehmender Vertrocknung wird das Gewebe bröselig, brüchig. Einzelne Knochen und Verwesungsreste fallen ab und letztlich ja, ist die gesamte Hand dann abgefallen. Und was macht er? Ja, er nimmt kurzerhand. Der Täter nimmt kurzerhand einen Staubsauger und saugt die kleinen Knöchelchen und mumifizierten Reste auf. Oha, wirklich fies. Mit seiner eisernen Disziplin ist es aber den Juristen gelungen, über sehr lange Zeit die Fassade vom Mustermann und seinem Schützling aufrechtzuerhalten. Er hat ja ein ordentliches Einkommen, unser Andreas S. Und außerdem kriegt er ja immer noch das Geld von seinem Bekannten, diese Sozialleistungen, die weiterhin gezahlt werden, weil er fleißig die Unterschriften gefälscht hat. Bei den Behörden ahnt ja deshalb niemand, dass der eigentliche Empfänger der Zahlungen längst tot ist. Und Andreas S. fängt jetzt an, Vergnügungen nachzuholen, die ihm sein Bekannter über viele Jahre verboten hat. Er beginnt Beziehungen zu Frauen, das durfte er ja vorher nicht. Er geht auch zu Prostituierten. Dann sieht er sich in der Wohnung des Opfers Pornofilme an und führt Sextelefonate. Vielleicht übt er damit nach seiner Vorstellung insgeheim Rache. Dann aber, nach mehr als 2 Jahren, nach dem Tod des 55-Jährigen, kommt Andreas S. etwas in die Quere. Es soll nämlich ein Nachweis erfolgen für die Bedürftigkeit seines behinderten Bekannten. Also es steht eine gesundheitliche Begutachtung an. Sonst will man ja kein Geld weiterzahlen von Staats wegen. Und natürlich kann dieser Bekannte, der längst verstorbene 55-Jährige, logischerweise keine Termine wahrnehmen. Und daraufhin stoppt das Sozialamt die Zahlungen und mit den Zahlungen wird auch keine Miete, mit dem Einstellen der Zahlungen wird auch keine Miete mehr überwiesen. Das findet die Wohnungsgesellschaft natürlich nicht so toll und lässt schließlich die Wohnung des Mannes öffnen. Ja, und man ahnt natürlich, ja, wir haben es auch schon gesagt. Ja, 32 Monate nach dem Tod des Querschnittsgelähmten wird jetzt sein Leichnam entdeckt. Endlich, kann man sagen, endlich wirklich 32 Monate, eine wahnsinnig lange Zeit. Wer für die Tötung in Frage kommt, ist schnell klar. Schließlich hat der 55-Jährige wirklich seit Jahren außer seinem Freund und Pfleger keinerlei sozialen Kontakte mehr gehabt. Der Täter, unser Andreas S., wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Bei genauerer Untersuchung der Wohnung des Opfers machten die Ermittler dann noch eine, ja, doch recht grausige Entdeckung. Teile der fehlenden Hand des 55-Jährigen wurden jetzt im Staubsaugerbeutel aufgefunden. Es handelte sich um insgesamt 6 Knochen vom
Daumen, einem Finger und den Handwurzelknochen. Doch die meisten Fingerglieder und Mittelhandknochen fehlten. Vermutlich sind sie bereits mit einem anderen Staubsaugerbeutel entsorgt worden. Es waren auch keinerlei Fingernägel vorhanden. Die andere Hand übrigens, die wie der gesamte Körper bedeckt war mit diesen Decken und mit diesen Unterlagen, war durch Käferfraß skelettiert. Da haben also die Insekten eingewirkt. Übrigens ein sehr interessanter Fall unter dem Blickpunkt der forensischen Entomologie der Insektenkunde. Naja, Fliegen hatten Eier abgelegt und die daraus schlüpfenden Maden hatten sich dann an dem Leichnam bedient. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter ausmalen. Nein. Nicht so appetitlich. Auch die Kleidung war durch Käferfraß hochgradig zersetzt, ebenso wie der Leichnam selber. Einige Körperteile waren total ausgetrocknet und dadurch wird das Gewebe dann immer fester, ist zum Schluss steinhart. Also eine Art Mumifizierung, ne? Ja, tatsächlich. Diesen Prozess nennt man dann sekundäre Mumifizierung. Also das Ganze hat als Fäulnis begonnen und dann ist es zur Austrocknung, zur Mumifizierung gekommen. Die Mumifizierung selbst stinkt übrigens auch nicht so schlimm. Und im Verlauf der Mumifizierung nimmt der ganz unangenehme Verwesungsgeruch, der erstmal im Rahmen der Fäulnis entsteht, dann immer weiter ab. Und zum Schluss sind die mumifizierten Körper dann eine vergleichsweise geringere Belastung. Typische Situation, er hängt da auf dem Dachboden übrigens. Aber jetzt sag noch mal ein bisschen was über die Käfer und die Fliegen. Nicht, was die jetzt am Leichnam machen, aber wo kommen die denn überhaupt her? Das würde mich schon interessieren. Ja, wir denken eigentlich natürlich, unsere Wohnungen sind sauber. Aber selbst wenn die sehr sauber gehalten werden, finden sich immer wieder irgendwo einzelne Fliegen und Käfer. Oder die kommen dann, weil sie angelockt werden durch den Leichengeruch und die kommen durch die kleinsten Ritzen rein. Hier ist ja die Tür auch noch ständig auf und zugemacht worden. Diese Insekten finden ihren Weg durch sämtliche Ritzen oder Türspalten und begeben sich dann in der Tat zielgerichtet zum Leichnam. Sogar im Winter finden sich Puppen, die sich über Monate in verborgenen Ritzen und Spalten gehalten haben, zum Beispiel unter dem Teppich, hinter Fußleisten oder in Blumenkübeln. Da gucken wir dann übrigens auch immer sehr gezielt nach und sammeln diese Puppen ein, um daraus dann die einzelnen Fliegenarten zu bestimmen. Die Insekten kommen auch teilweise aus angrenzenden Wohnungen. Ja, ich habe gesagt, schon von draußen, wenn die Türen auf und zugemacht werden oder mal ein Fenster aufgemacht wird zum Lüften. Der Geruch des Todes ist für Insekten insgesamt schon sehr viel früher wahrnehmbar, als das als Geruchsbelästigung bei uns auffällt. Dann kann man sich da ja so ein bisschen so wie Mini-Leichenspürhunde vorstellen, oder? Genau, das ist die ganz besondere Stärke dieser Fliegen. Und dieser Riechvorgang und das Riechorgan der Insekten prädestiniert diese Kleinstlebewesen zu einer Art Mini-Detektiv, um tote biologische Substanz aufzuspüren, ja insbesondere auch dann, wenn die Fäulnis eingesetzt hat. Der Leichnam ist ja nun gefunden worden. Monate später dann beginnt der Prozess gegen Andreas S. vor dem Schwurgericht. Wir haben ja vorhin gesagt, er ist in Untersuchungshaft gekommen. Und es treten eine Menge Zeugen auf und schildern, wie der junge Mann sich manipulieren ließ, wie er sich isolieren ließ. Seine Eltern berichten von der Zeit, als ihr Sohn auf Befehl des Älteren sie mehr als ein Jahr lang nicht besuchen durfte.
Ja, und auch der Angeklagte selbst ergreift das Wort und erzählt von seinem sehr dominanten Bekannten, der über sein Leben verfügt habe, und erzählt von der Tat und von seinem Leben danach. Ein psychiatrischer Sachverständiger, der auch bei dem Prozess dabei ist, der geht dann von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit aus bei der Tat. Ja, bei der Tat ist nicht nach der Tat, ne? Aber es kommt ja auf die Situation bei der Tat an. Genau. Die Staatsanwaltschaft plädiert am Ende wegen Totschlags, ja, im juristischen Deutsch, in einem minderschweren Fall auf eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, sogar mit Bewährung, das stellt man sich vor. Mit dieser außergewöhnlichen Vorgeschichte und der tragische, Züge tragenden Tat sei es gerechtfertigt, dass der Täter nicht ins Gefängnis müsse, begründet der Ankläger seinen Antrag. Ja, 2 Jahre auf Bewährung, wenn man überlegt, dass jemand auf diese brutale Art totgeschlagen wurde. Es ist wirklich ein erstaunlicher Antrag. Ich kann es aber nachvollziehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen. Manchmal denke ich dann auch so ein bisschen, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also 2 Jahre auf Bewährung für so eine Tat bringen mich zum Grübeln. Finde ich durchaus berechtigt. Klar, kann man auch absolut ins Grübeln kommen. Das Gericht hat es ja auch anders entschieden. Denen waren die 2 Jahre zu wenig. Das hat auf 3,5 Jahre Freiheitsstrafe erkannt. Und dieses Urteil wird dann später auch rechtskräftig. Zu Lasten von Andreas S. wird gewertet, dass er so massiv auf den Kopf des Opfers einschlug, dass dieser regelrecht zertrümmert wurde. Du hast es ja vorhin eindrucksvoll geschildert, was da alles passiert ist. Außerdem bringt das Nachtatverhalten Minuspunkte, weil er ja nun über Jahre seine Tat verschleiert hat und weil er auch rund 30.000 Euro an Pflegegeldern für sich verwendet hat. Doch es gibt auch eine Reihe von Umständen, die zugunsten des Angeklagten gewürdigt werden. Das ist einmal natürlich sein Geständnis, es sind auch die Tatumstände. Von einem plötzlichen Affektausbruch ist unter anderem die Rede. Andreas S. sei von dem späteren Opfer, jetzt Zitat, wie ein Sklave behandelt worden. Und der Angeklagte hat letztlich seine Gefängnisstrafe verbüßt, Teil davon, und dann ist er aber wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. Ja, dieser Fall erinnert mich an Untersuchungen, die wir vor Jahren am UKE vorgenommen haben. Dabei ging es seinerzeit um Verstorbene mit zum Teil jahrelanger Liegezeit. Dafür haben wir 6 ganz besondere Fälle analysiert, in denen die Toten erst nach einer Dauer von 8 Monaten bis hin zu 5 Jahren, muss man sich mal vorstellen, mitten in Hamburg, 5 Jahre unentdeckt. 5 Jahre und dann niemand hatte sie vermisst und das über so lange Zeit. Was müssen diese Menschen für ein einsames Leben geführt haben? Was konnte man denn über die Lebensumstände dieser Leute sagen? Was habt ihr herausgefunden? Ja, das waren jeweils Männer, im Grunde in jedem Lebensalter, zwischen 22 und 77 Jahre alt, allesamt isoliert lebend, beispielsweise nach der Scheidung. Manche von ihnen hatten sehr stark dem Alkohol zugesprochen. Und ein junger Mann war seit Jahren Konsument harter Drogen. Mit Ausnahme dieses 22-Jährigen, der auf einem Dachboden gehaust hatte, waren es alles Personen, die in Mehrfamilienhäusern lebten. Also alle in Mehrfamilienhäusern, so wie der Fall, über den wir vorhin lange gesprochen haben. Ja, man hat also Nachbarn, eigentlich muss ja sowas auffallen, man wundert sich immer wieder. Ja, da Leichen bekanntermaßen nach einer gewissen Zeit anfangen zu müffeln, also unangenehm zu riechen, ist es erstaunlich, dass trotz dieser räumlichen Nähe und der definitiv bestehenden Geruchsbelästigung niemand früher dafür gesorgt hat, dass die Wohnungen geöffnet werden und jemand nachsieht. Stell dir noch mal vor, 5 Jahre. Hm.
Aber irgendwann ist es dann doch aufgefallen, auch in den 6 Fällen, von denen du erzählt hast. Man kann sich vorstellen, da ist zum Beispiel ein Hund einer Nachbarin, der immer wieder vor einer Wohnungstür anhält und bellt. Oder, wie es bei uns war, bei dem von uns geschilderten Fall, die Mietzahlungen bleiben aus. Oder Ungeziefer dringt in die darunterliegende Wohnung. Es kommt zu massiver Geruchsbelästigung im Treppenhaus. Die Gründe, warum dann doch endlich der Sache auf den Grund gegangen wird, wenn jemand seit Monaten oder Jahren vermisst wird, beziehungsweise wenn von ihm jedes Lebenszeichen fehlt, sind vielfältig. Ja, und ebenso die Umstände, in denen die Toten dann entdeckt werden. Einer saß mit drei Pullovern, bekleidet und unter einer Wolldecke im Sessel. Einer war vollständig unbekleidet, die Wohnung leergeräumt. Also man assoziiert damit natürlich gleich auch bestimmte Jahreszeiten, in denen die Menschen gestorben sind. Bei einem war seit längerem der Strom abgeschaltet. Der vollständig mumifizierte Tote hielt noch eine Taschenlampe in der Hand. Etwas gruselig, ja. Das ist wirklich gruselig. Toter mit Taschenlampe in der Hand. Und so habt ihr ihn dann gefunden, mit einer mumifizierten Hand. Ja. Und in dieser mumifizierten und stark verhärteten Hand, diese Lampe. Verstorben war er schon etwa 16 Monate zuvor. Der Todeszeitpunkt eines anderen Mannes wurde auf etwa 19 Monate vor seiner Entdeckung datiert. In einem Fall waren es 31 Monate. Und, was ganz Besonderes, ein neues, unser Rekordfall aus jüngerer Vergangenheit, den haben wir damals nicht analysiert, jetzt Rekord 12 Jahre. 12 Jahre. So eine Zeit, ob es nun jetzt 16 Monate sind, 31 Monate, wie auch immer, könnt ihr das allein aus rechtsmedizinischen Befunden erkennen oder hat bei der Ermittlung des ungefähren Todestages auch beispielsweise nicht geöffnete Post geholfen? Das kann man sich ja vorstellen. Ja, beides ist möglich, also sowohl als auch. Festgelegt wurde der Sterbezeitraum in unseren Fällen zum einen durch den Zustand des Leichnams, also den Grad der Verwesung bzw. Skelettierung der Leichname im Zusammenhang mit dem Insektenfraß auch, aber weiterhin auch durch Umstände wie etwa das Verfallsdatum der aufgefundenen Lebensmittel oder Eingang der letzten Post oder aufgeschlagene Zeitung. Identifiziert wurden die Toten übrigens überwiegend anhand ihrer Zähne, nicht etwa durch DNA. Zähne spielen da eine wichtige Rolle. Die Körper befanden sich jeweils abhängig auch von der Temperatur in den Räumen und der Dauer, die Leichname unentdeckt in den Wohnungen gelegen hatten, in sehr unterschiedlichem Grad der Verwesung und sekundären Mumifizierung. Und konntet ihr noch die Todesursache feststellen? Ja, wenn ich das auf diese Untersuchung der 6 Fälle beziehe, dann haben wir in 3 Fällen tatsächlich die Todesursache noch sicher feststellen können. Einer der Männer war an einer Lungenentzündung verstorben, einer an einer krankhaften Gefäßveränderung am Herzen, starke Verkalkung der Herzkranzgefäße, und der 22-Jährige, über den wir schon geredet haben, war an seinem Drogenkonsum gestorben. Auch wenn bei den 3 anderen untersuchten Fällen nicht mehr sicher diagnostiziert werden konnte, was zum Tod geführt hat. Es gab jedenfalls keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Das handelte sich also nicht um Tötungsdelikte wie in unserem Fall, den wir so ausführlich dargestellt haben. Du hast vorhin gesagt, dass einer der Männer vermutlich 5 Jahre zuvor verstorben ist und so lange nicht entdeckt worden ist. Man muss sich das mal vorstellen, 60 Monate, 5 Jahre, 60 Monate ist er tot und es fällt niemandem wirklich auf. Was war über den Mann denn noch zu ermitteln? Ja, das war wirklich ein Fall, kann man fast komisch finden. Also jedenfalls merkwürdig. Ja, die Todesursache konnten wir nicht mehr feststellen, aber Hinweise auf die Zeit, in der er verstorben war, gaben neben dem Zustand des Leichnams Umstände am Fundort. Ein Kalender in der Wohnung war auf ein Datum 5 Jahre zuvor datiert. Auch eine Fernsehzeitung von derselben Woche lag aufgeschlagen
auf einem Tisch. Das war die Weihnachtszeit übrigens. In der Wohnung stand ein Weihnachtsbaum mit elektrischen Kerzen. Ebenso waren andere Bereiche mit Lichtern geschmückt, die mit einer Zeitschaltuhr gesteuert wurden. Das wurde ihm dann auch sozusagen zum Verhängnis. Und stell dir mal vor, über 5 Jahre lang war jeden Nachmittag die Weihnachtsbeleuchtung im Fenster der Wohnung angegangen. Und die Leute gehen daran vorbei mit der Weihnachtsbeleuchtung. Also irgendwann muss doch auffallen, dass im Sommer die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Also man wundert sich wirklich über die Menschen, die da einfach nicht hingucken, weggucken, das ignorieren. Also wirklich, wirklich merkwürdig. Ja, also kann man einfach nicht verstehen. Nachts ging die Beleuchtung dann immer wieder aus, 5 Jahre lang. Es hat niemanden aufgeschreckt, niemand hat sich gekümmert. Und naja, über die Geschichte mit den 12 Jahren erzählen wir ein andermal. Was für eine traurige Geschichte. Das bezieht sich jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, traurige Geschichte, natürlich über diesen offenbar sehr einsamen Mann, der 5 Jahre nicht entdeckt wurde, oder den Mann, von dem du gerade erzählt hast, 12 Jahre. Es bezieht sich natürlich auch auf den Fall, den wir so ausführlich beschrieben haben. Traurige Geschichte, gruselige Geschichte und ich hoffe für unsere Hörer auch eine besonders spannende Geschichte. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, und ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Vielen Dank und tschüss. Ja, auch von mir aus. Und liebe Zuhörer, ihr merkt wieder einmal, es gibt sozusagen nichts, was es nicht gibt. Solche Dinge sprengen unsere Vorstellungskraft. Und auf der anderen Seite sind diese Fälle natürlich super interessant und aufregend. Und überlegt mal, ein Jurist, der als Mann der Ordnung gilt und der dann auf der anderen Seite zu Hause jahrelang sozusagen eine Leiche im Keller hat, sogar in seinem Schlafzimmer. Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Tschüss. Bye. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.